Einer von fünf Menschen bekommt irgendwann in seinem Leben einen Schlaganfall. Das sind allein in Deutschland etwa 250.000 Menschen pro Jahr. Und etwa die Hälfte davon ist danach halbseitig gelähmt. Ich bin eine davon. Ich bin mit dieser Lähmung geboren. Zuerst sieht man es nicht wirklich. Aber dann merkt man, dass mir eigentlich einfache Bewegungen schwerer fallen als anderen. Das Aufstehen zum Beispiel. Oder das aufrecht stehen bleiben. Halbseitig gelähmt sein bedeutet Unselbstständigkeit, Abhängigkeit und starke Schmerzen. Aber auch Ausgrenzung. Trotz guter Therapie werden die Auswirkungen immer extremer. Treppensteigen konnte ich fast gar nicht mehr. Mit 10 konnte ich kaum noch laufen. Damit ich ein ganz normales Leben führen kann, wie alle anderen auch, also selbstständig, unabhängig und schmerzfrei, hat meine Mutter nicht nur ein spezielles Gehtraining entwickelt, sondern auch ein elektronisches Gerät, das mir hilft, das Gehen ganz von vorne neu zu erlernen. Das war zu Anfang ein ganz einfacher Apparat. Trotzdem war die Wirkung überraschend großartig. Ich sitze jetzt nicht im Rollstuhl, sondern kann sogar Treppen gehen. Zusammen mit der Technischen Universität zu Berlin haben wir ein Trainingsgerät gebaut, das wir Post-Train genannt haben. Im nächsten Schritt wird es jetzt mit anderen Partnern zu einem Medizinprodukt weiterentwickelt. Das Gerät MoveAid sitzt mit einer Weste am Körper und misst meine Haltung. Gehe ich krumm, so sendet es mir mit unterschiedlich starken Elektroimpulsen ein Signal, damit ich mich selbstständig wieder aufrichten kann. MoveAid ist ein Therapiegerät. Um das auf den Markt bringen zu können, brauchen wir eine Zulassung als Medizinprodukt und das kostet viel. Mit dieser Crowdfunding-Aktion wollen wir die Zulassung des Medizingeräts finanzieren. Helfen auch Sie mit, damit andere Menschen mit dieser Behinderung ein ganz normales Leben führen können.